Wunderschönen guten Morgen, liebe Busfreunde. Herzlich willkommen hier in Kerststadt. Neben mir sitzt der Aaron. Hallöchen, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich bin natürlich auch dabei. Der Toni, hallo Toni. Hallo, wir haben die Aufgabe bekommen, die Kerststädter Studenten Richtung Gewerbepark zu bringen und die Wachowski-Industrie damit auch ebenfalls zu verbinden. Und der liebe Disponent Aaron hat bereits diese Linie geplant und kann nun etwas dazu sagen, was er sich dabei gedacht hat. Warum fährt denn der Bus jetzt oben über die Autobahn dann rechts rum in den Astrapark? Das ist was Tolles. Ja, einfach weil wir so ähnlich die Routenführung noch nie hatten. Ganz wichtig ist natürlich, einmal alle Studenten abzuholen in Kerststadt. Da noch kurz an der Wachowski-Industrie vorbeizuleiten, dass da eventuell noch zusteigen oder eben aussteigen können die Studenten. Und dann geht's über die Autobahn natürlich auf schnellsten Wege hinauf in den Astrapark. Hinauf. geht es auf schnellsten Wege hinauf in den Norden Richtung Astrapark. Und dort eben mal geradeaus hinein vorbei an dem Media Center, was auch für viele Studenten der Medienwissenschaften vielleicht sehr interessant sein kann. Und dann geht's einmal komplett hindurch und wir enden am Grenusplatz. So sieht's zumindest dafür aus. Und ganz wichtig, es geht am Forschungszentrum vorbei. Das ist glaube ich, das... Ach, hier Zellermann Forschungszentrum. Ist ganz im Norden. Ich dachte, du hast die Route geplant und ich habe was bei dir gedacht. Ja, ich wohne eigentlich hier nicht so, das ist hier nicht so meine Region, wo ich, ne? Du bist hier in Port Amber unterwegs. In Sonnenstein bei der tollen Ausblick, da wohne ich normalerweise, genau. Ja, ja. Sehr schön. Genau. Und du ja am Flughafen. Und eine weitere Aufgabe ist es, die Kerststädter Bushaltestellen auf Level 7 zu bringen. Die sind bereits auf Level 6. Genau. Und deshalb gibt es jetzt diese wunderschöne Ringlinie, die sich einmal durch oder entlang der Stadt quasi schlängelt, weil es ist eher eine Ringlinie, bis auf Universität und Kirche fährt sie halt mal einen kleinen Kringel, sonst fährt sie außerhalb entlang, da verkehrsberuhigte Zonen in der Innenstadt liegen. Und es ist so klein und erlaufbar, da hat sich die Stadt gedacht, Bushaltestellen lassen wir da auch weg. Dann ist das wirklich ganz ruhig da und wir bedienen aber die komplett übrigen Bushaltestellen, die eben gebaut wurden und fahren da eben schön am Planetarium los über die gesagten Besonderheiten, also auch die Wachowski Industrie, Technische Universität und Kirche und enden dann an der Ungerstraße. Jetzt sieht das Programm vor, dass wir eigentlich diese erstellte Gewerbeparklinie H zuerst fahren sollen, im Rundfahrtmodus. Jedoch müssen wir die Kerststadt Bushaltestellen auf Level 7 bringen. Wenn wir jetzt also zuerst die Nummer 90 fahren, dann haben wir sie einmal gefahren und es generiert uns Einkommen und die Busfahrer fahren dabei auch drauf und leveln die Haltestellen. Demzufolge würden diese Haltestellen weiter gelevelt werden, währenddessen wir über den Gewerbepark fahren. Und deshalb hat der Disponent uns aufgetragen, fahrt mal die 90 zuerst. Was hältst du davon? Und genauso machen wir das. Und das fahren wir jeweils mit unseren eigenen Bussen, die 90, und eventuell im Loop-Modus. Genau, Loop-Modus. Einfach zurück zum Planetarium, weil Planetarium ist schön. Habe erst gestern Abend wieder meinen Podcast angehört über das Universum. Ich wollte einfach mal ins Planetarium. Das muss man einfach sein. Und als Challenge fahren wir noch mit dem Capacity L, oder? Kannst du gerne tun. Aber dann kriegt man wieder Schaden. Das ist doch jetzt schon mies. Ich werde mich in bekannte Gefilde begeben. Was fährst du denn? Ich denke heute mal ein Citaro K. Wir haben ja jetzt einen neuen. Dann fahre ich einen O530. Ich sehe schon, irgendwie sind es immer wieder genau die gleichen Busse, als würden wir sie mögen. Hey, oder, wo ist denn jetzt der neue? Oder A37. Ja. Ach, den habe ich aber scheiße lackiert. Meine Überlegung ist ja auch immer, einen anderen Bus zu nehmen als du, damit man halt auf der Aufnahme besser unterscheiden kann, wer gerade am Steuer sitzt. Ja, aber innerstädtisch, also ich meine, Kerststadt ist nicht so groß, da reicht eigentlich der Citaro voll aus, ne? Ja, auf jeden Fall.
So, Loop-Modus. Genau, freie Fahrt an der ersten Haltestelle der Strecke beginnen. Nee. Hä? Komisch. Ergibt keinen Sinn, der nee. Text. Nee, irgendwie nicht. Wetter und Tageszeit. Nacht, regnerischer Tag, Dämmerung, sonnig und regnerisch. Nee, regnerisch würde ich rauslassen. Ey, höchstens Dämmerung oder Nacht. Was schlägt dir davor? Also Nacht wäre blöd, würde ich sagen. Wir sollen ein bisschen. Ja, ja. Ich würde gern was sehen. Ja, können wir einfach Tag lassen, ne? Ja, Tag oder Dämmerung. Dämmerung ist ja auch manchmal eine schöne Abwechslung. Überlasse ich es dir heute mal. Ja, wenn es die Morgendämmerung ist, könnten wir auch die Studenten früh gleich zum Forschungszentrum das oder wär, zu den das können wir natürlich so machen. Dann fahren das wir jetzt ist ganz sinnvoller, normal am Tag. Ne? Ja. Ich fahre heute mal O530. So, welche Tageszeit hattest du jetzt? Tag. Ich habe schon alles eingestellt. Okay, ja, aber ich kann es noch ändern. Dann, okay. So. Und wir fahren aber Loop-Modus, ja, haben wir jetzt gesagt. Ja, ich habe den Loop-Modus an und ich klicke aus. Auf... Warum ist denn jetzt die Strecke 68 ausgewählt? Jo, bei mir auch. Heißt Gott. Die vielleicht ein... Ist nein, vielleicht, die nein. Fährt, die heißt 90, aber die, das ist unsere, das ist die 68. Strecke, ich glaube, die wir je geplant haben. Kann ich mir denken, ja. Und die wurde nicht umbenannt. Oh, alter Schwede. Aber es funktioniert jetzt, oder? Wir probieren es aus. Fahrt ja, schon. Ja. Er hat jetzt fast einen falschen Bus genommen. Fahrt starten. Es ist heute ein nationaler Feiertag. Hätten wir doch den Capacity benutzen müssen. Tja. Ach, du hast es gewusst. Ringlinie Kerststadt, das sieht gut aus. Los geht's. Oh, schön. Ein O530 Citaro. Wir legen mal einen Gang ein. Und zwar den Vorwärtsgang. Schalten mit der Taste 8 das beschissene Licht aus. Das brauchen wir ja nicht, ist ja hell genug. Und nun geht's Vollgas. Danke, jetzt weiß ich, wie das Licht ausgeht. Bitteschön. Tyson Planetarium. Oh, hier rechts hat man ja eine tolle Sicht aufs Wasser. Das ist ja ein See. Oder ist das Meer? Das sieht mir aus wie Meer. Nee, das muss ja Meer sein, weil Port Amber ist ja auch da. Guck mal, geradeaus. Bleiben Sie mal schön auf Ihrer Bordsteinkante. Mann. Hey, warum rennt denn die so? Das Mutterchen. Aber dann ist ja gut, dass wir mit zwei Bussen kommen, ne? Das ist ja bei so viel Verkehr hier. Der neue Bus ist echt hübsch. Hallo. Herzlich willkommen. Es nervt Hallo. Echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl ein Feiertag ist. So, dann bereit machen. Heute haben Sie einen ganz tollen Blick auf Kerststadt. So haben Sie Kerststadt noch nie erlebt. Oh, das singt ja Beethoven. Oh, blinken. Ja, guck mal, da hinten. Oh, ist aber schicke Häuser hier. Vor den Bergen. Ja, ich guck nach rechts gerade, weil das ist ja, das kennen wir schon da unten. Das da, sind wir alles schon mal entlang gefahren. Das Hafengebiet. Aber ja. Links sind halt mal ein paar andere moderne Häuser, das finde ich sehr spannend. Ja. Oh, Tankstelle. Willst du tanken? Brauche ich zum Glück gerade nicht. Zumindest kein Sprit. So, wollen Sie nun fahren oder nicht? Nö, dann wollen wir doch mal zur Arkosstraße. Uiuiui, ein Rad hat einen Randstein berührt. Zu zügig unterwegs. Naja. Hallo? Verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Winter Oiuiui. Das ist aber nicht gut, mein Freund. Reinspaziert. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Auch schon wieder? Ja. Das vergisst er doch fast jede Woche. Ja, keine Ahnung. So, zurückbleiben von der Bussteigkante. So. Will hier niemand mitfahren oder muss ich jetzt hier vorne halten? Probier's mal aus, kann gut sein. Naja, ich halte lieber vorne, bevor Passagiere zurückgelassen kommt. Ja.
Ja, oi, gutes Timing und perfekte Halteposition habe ich jetzt erst bekommen. Ja. Oh, natürlich. Ich habe hinter dir halt noch angehalten und die Türen aufgemacht, als du losgefahren bist. Ja. Okay. Was ist heute eigentlich für ein Feiertag? Stimmt, Aaron. Die gute Dame fragt hier die richtigen Fragen. Was ist heute eigentlich für ein Feiertag? Tja, heute ist der große Tag, an dem man feiert, dass wieder eine neue Folge Bus-Simulator erscheint. Aha. Hyperspeed, Hyperspeed. Das sagt mir irgendwas hier links. Hi, hallo, herzlich willkommen. Na? Wie war der Tag? Fleißig geforscht haben sie. Ach nee, ich will Warlock Poetry. So. Stand hier links. Die hört schon wieder Geräusche. Dabei ist der Bus doch relativ neu. Getreidestraße. Die Gewerbeparklinie. Hallo, Kollege. Hyperspeed, Hyperspeed. Ja. Wie dumm wollen sie hin und her. Hallo und auf Wiedersehen. Tschüss, machen Sie es gut. Einen angenehmen Tag noch. Ist ja heute ein tolles Wetter. Wahnsinn, fast. Warum bekomme ich nicht mehr geblinkt an der Haltestelle? Habe ich ja auch nicht mehr bekommen. Das ist hier für Advanced Busfahrer, die jetzt hier schon. Die brauchen das nicht angezeigt. Was ist mit den Leuten los? Warum zittern die so? Denen ist vielleicht kalt oder die haben Angst vor dir? Ist beides sehr gut möglich. Die gehen über eine Stelle und dann zittern sie. Ja, das ist ein sehr cooler Bus, finde ich auch. Mensch, steigen Sie bitte mal schneller ein. Oh, wow, ist das ein neuer Bus? Ja, es ist ein neuer Bus. Ja, ist doch schön, wenn man es wenigstens noch bemerkt. Ja, ja, aber Arsch langsam einsteigen. Getreidestraße. Schön. Aua. So, hier müssen wir nach links wieder zur Technischen Universität. Danke, dass Sie mir alle hier die Vorfahrt lassen. Das ist sehr nett. Das ist auf jeden Fall ein nettes Völkchen hier in Kerststadt. Und ab geht's wieder zur Uni. Ja, dadurch, dass Sie so lange zum Ein- und Aussteigen brauchen, ist gar nicht viel Platz. Jetzt steigt sie alle aus. Ich wollte Ihnen gerade die ganzen Fahrkarten kontrollieren. Hallo? Kann ich mal bitte... Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gerne, gerne. Ach so, wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Danke, dass Sie heute so freundlich sind. Wie oft will ich die denn noch sehen? Ich habe sie gar nicht gemeint, ich habe den neben Sie gemeint. Von mir aus könnte jeder Tag ein Feiertag sein. Ja, jeden Tag eine neue Folge Bus-Simulator. Uff, das wird aber anstrengend. Nein, ich hab sie vergessen. Aha, vergessen. Hm. Wo hab ich denn hier? Oh. So, dann gebt mal schon mal ein bisschen Schmackes vor. Damit die Jagdkinder auf die Idee kommt, sich gleich noch mit hier randrängeln zu müssen. So. Was? Habe ich den wirklich berührt? Mann, Mann, Mann. Was, hast du einen Fußgänger berührt, oder? Nein, was? Zum Glück. Oh! Hättest du mal nichts gesagt. Jetzt nicht dein Ernst. Ja. Na, ein Glück fahre ich die Linie ja separat. Ach, ich fahre mal noch zu Ende. Vielleicht habe ich ein kleines bisschen Plus am Ende. Oder ist das... Ja. Zum Glück fährst du die Linie separat, genau. Hallo. Ja. Ach so, sie waren ja... Oder müssen sie noch einsteigen? Okay, jetzt wollen sie alle aussteigen. Ja, besser ist es. Die fahren jetzt mit mir mit. Welche Haltestelle bist du gerade? Hinter dir. Gut, okay. Also, ich habe ein paar rausgelassen, die jetzt bei dir... Die gute Dame, die meint, dass jeder Tag ein Feiertag sein könnte, die ist jetzt bei mir drin. Ja, ja, die haben sich gedacht, hier vorne bei dem fahre ich nicht mehr mit. Fahren jetzt bei dir mit. Ja. So, diesmal habe ich ordentlich geguckt an der Ampel. Kerststadt Kirche, hallo. Ja, reinspaziert.
Boah, der guckt aber, die gucken aber alle gruselig. Ganz weit geöffnete Augen. Ja gut, wenn man das Spektakel mich hiermit ansehen muss, würde ich auch so gucken. An deren Stelle. Ah, es kommt mir so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Passagiere zurückgelassen. Wenn die halt nie zur Abfahrtszeit an der Haltestelle sind, kann ich auch nichts dafür. Heute bist du der Verkehrsraudi. Ja, ich muss ja auch mal deine Rolle übernehmen. Endlich mal ein schönes, schönes Felsmassiv voraus. Nicht mal bloß diese komischen Pixelberge. Sagen Sie mal, fahren Sie hier vorne vielleicht mal. Ja, das ist ein neuer Bus. Fragen Sie sich das in jeder Haltestelle? Haben wir. Also es kommt immer hübscher Bus oder irgendein Satz kommt mit Sicherheit dazu. So, und ich bin typisch Bus hier. Ich bin jetzt schon wieder zu spät von der Haltestelle abgefahren. Aber natürlich alles für den Service. Blinke rechts an der Bushaltestelle. Na, das klingt ja gut. Hallöchen. Studierendenwohnheim. Ganz schön, was du das aber. Die sind aber alle alt, die Studenten hier. Wahnsinn. Durchschnittsalter 69 oder was, ja. Viel zu heiß draußen. Gut, sie nehmen den nächsten Bus. Alles klar. Machen Sie sich noch einen angenehmen Feiertag. Wiedersehen. Ah, Mist. Das war zu nah. Schade. Gut auch so. Ich hab's nur ganz leicht am Lenkrad gemerkt. Die Bordsteinkante oder den Studenten vor dir? Die Bordsteinkante. Die Bordsteinkante. Okay. Ja. Hallöchen. Wiedersehen. Der Bus gefällt mir. Ja, der Bus ist neu, habe ich gehört. Ja, dann kommt herein. Nicht, dass ich gleich hier wieder eine Anzeige bekomme mit... Sie haben Passagiere zurückgelassen. Könnten Sie vielleicht auch mal ein bisschen einen Meter von der Straße wegtreten? Meine Güte. Ja, danke. Kann ja wohl nicht sein. Die wollen doch alle umgefahren werden, oder? Weiß ich nicht. Ach. Manchmal, also ich weiß ja nicht, ob gerade Klausurenphase ist. Und die stehen überall Laternen und überall Mülleimer. Und die ganzen Bänke sind voll besetzt. Also Kerststadt ist irgendwie eine andere Stadt. Überall Leute. Kuriert, ne? Ja, überall was los. Gut, Studentenstadt halt, ne? Ja, und vor allem Feiertag. Ja. Hallo, ich möchte Sie dahinter. Hallo, hallo. Achso, Sie steigen aus. Na klar, dann reden Sie nicht mit mir. Aber auch echt lustig, wie Sie hier... Vor allem, die stehen wirklich erst alle nacheinander auf. Ja, das ja, genau. Man kann ja nicht schon mal aufstehen währenddessen. Nee. Wie die alle hier auf den Bänken einfach sitzen. Als gäbe es am Feiertag nichts Schöneres, als einfach an der großen Hauptverkehrsstraße zu sitzen. Bei toller Sonne. Man hört die Vögel kaum noch, weil hier die ganzen Autos vorbeifahren. Haben die Bierflaschen in der Hand, dann... Nein, die verstecken sie alle. Ah ja, okay. Weil das, also... Ich würde mich ja dann ans Hafengebiet setzen. Bei dem Lärm, bah. Nee, da ja nicht mehr. Also halt nicht Hafengebiet, aber Seegebiet hier. Ach, bei Kerststadt unten ans Ufer, ja. Meinst du? Ja. Ja, im Planetarium. Würde ja, mir das erst verstehe mal die Sterne ich halt auch. Angucken. Aber doch nicht hier. Ah ja. Fahre doch mal einen Meter vor. Wo, so wie du eingelenkt bleibt hast. Bleibt der mitten auf der Kreuzung stehen. Was ist denn heute schon wieder los? So. Wissenschaftsministerium, ganz wichtig, hat heute geschlossen. Ungerstraße. Benannt nach Opa Unger. Hereinspaziert.
Herzlich willkommen beim Sinnlos Telefon. Ja. Na, kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Frisch gestrichen ist die Klinke. So, ich bin ja ziemlich pünktlich und das, obwohl Hallo. Ich hier ganz schön aufs Gaspedal drücke. Hast eine gute Linie gemacht, grüßt die ist wirklich... Grüßt euch. Da hat man echt was zu tun, das gefällt mir. Nur? Ich kenne doch meinen Job als Disponent. Prima. Wusstest du aber, dass das hier auch Leute... Also ich habe ja vorhin Gewerbeparklinie gesehen. Nicht Gewerbeparklinie. Doch, habe ich eigentlich gesehen, die Gewerbeparklinie. Aber ich meine eigentlich die Linie, die Grüße. Aus vom ZOB direkt kommt. Hallo. Vom ZOB? Die vom ZOB kommt. Die hat mir Passagiere hergebracht in die TU. Ja. Die waren gestern im Sägewerk. Ach, was? So was. Na gut, das ist natürlich ein ganz schöner Weg für die, ne? Das ist gut, dass wir... Aber Feiertag, ne? Also hast du nicht immer, ne? Deshalb... Und hier in Kerstadt scheint es ja jetzt nicht so was Krasses zu... Es ist ja schon eine coole Location, muss man ja festhalten. Ja. Von daher... Ich war mal Banker, aber es hat sich für mich nicht ausgezahlt. Hallo, husten Sie mal hier nicht so rum. Jetzt geht er wieder die Fahrkarten kontrollieren. Na, da mache ich mal mit. Hallo? Vielleicht gibt's noch mal irgendwo 120 Euronen. Und ich habe schon 4 Leute erwischt. Das macht am Ende... Oh ja, Nummer 1. Das macht meine 20.000 Strafe gleich wieder weg. Vom Anfahren. Gut, eine Person haben wir erwischt. Wunderbar. Wir müssen hier mal auf die Tube drücken, meine Freunde. Ja, der hat extra Platz gelassen, der Autofahrer hier. Ja. Ich bin auch extra, also ich habe extra direkt geblinkt. Top. Damit die ja stehen bleiben. Nachdem du hinter mir standst oder knapp hinter mir warst. Ich mache tatsächlich gerade noch Plus. Trotz 20.000 Miese bin ich bei 1.000 irgendwas Plus. Krass. Ja. Okay. Nein, gute Dame, der ist wirklich neu. Das riechen sie doch. Mann, das Thema hat man schon mal. Die Leute sind überall gleich. Ja. Vermuten, dass das hier... Okay. Naja. Wollten Sie noch einsteigen, oder? Sie stehen so vor der Tür, aber eigentlich ist noch Platz. Oh, was ist mit der? Schaut mal nach links. Mit der älteren Dame. Die halt graue Haare, ich mit dem Lila... Ist ein bisschen wie ein Hologramm. Flackert ein bisschen. Kommt von einem anderen Planeten. Ach nee, jetzt. Oder vom Planetarium. Ja, na, da will sie jetzt hier hin, aber... Ja, und dann also will sie mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Also wenn jemand mal wieder fragt, ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Ja, einmal zum Hochbeamen, bitte. So, was haben wir hier noch für Müll gelassen? Aha, wieder die ganzen... Also ich frag mich, wie die Leute immer einlenken, obwohl sie gerade ausfahren. Also das ist, als würden die jeden Moment links abbiegen. So, danke, für dass sie mich durchlassen. Oh, nationaler Feiertag. Das sieht man. Ich geh mal kurz im Planetarium gucken. Mhm. Ja, ist geschlossen. Ach nee. Haben sie leider nicht auf. Hey, das ist heute. Doch Umsatzbringer Nummer 1. Tja. Für den Feiertag. Da haben die Leute doch mehr Zeit. Aber den Mars haben sie abgebildet draußen. Mars, nicht die Venus. Ja. Ich wollte aber zur Venus fliegen. Ist schade. So, nach rechts, links hätte man mal gucken können wegen Fußgänger. Naja. Also hier kann man es doch schon eher aushalten. Das stimmt. Hier kann man sich eher hinsetzen und die Aussicht genießen. Man hier rüber? So, ach, die springen gibt's ja an, nicht. Sehr schön. Muss nur schnell genug los, also drüber fahren, dann halten, dann über wen? Über einen Passagier, über Fußgänger oder, hä? Nee, Vorfahrt beachten. Boah, wer hier kommt? Ganz schnell und flott. Grüßen Sie! Hallo! Nehmen Sie mich mit. Boah, die Zikaden, das ist ja Wahnsinn.
Soll ich ein Stück vorfahren, damit du rauslassen kannst? Oder wie ist es? Ich fahre gerade über den Bordstein. Ja, das sehe ich, aber... Wenn ich hast du nicht vorsetzen? Gesehen? Nein. Hättest du wenigstens noch richtig ranfahren können, ja, die steigen nicht aus, ne? Müssen die steigen nicht unterwegs. Aus. Ihr faulen Säcke, ihr könnt ja mal hier aussteigen. Oh, Mann, da fahre ich hier mal links zur Parkbucht rein. So, fahr mal weg, ne? Beim Verlassen der Haltestelle links geblinkt. Ja, wir machen jetzt hier Innenstadt-Rundfahrt. Oh, hier ist aber was los. Wahnsinn. Perfektes Timing. Ich war immer noch pünktlich. Lustig. Wenn die jetzt in mich reinlaufen, kriege ich da Strafen? Weiß ich nicht. Glaube, ah, weißt du, wo rein. Die Garage ist? Die ist bei der Warowski Industrie. Da oben. Oh, Mann! Tschüss. Was denn? Na, ich habe natürlich noch einen Fußgänger angefahren. Weil die bis da rein. Sind. Ich bin doch im Plus. Tschüss. Gut, jetzt kann ich es lassen, jetzt kann ich es abbrechen. Ey, jetzt hast du es eh beendet. So, habt ihr Müll wieder hier liegen lassen? Ist ja typisch eigentlich für euch. Ja? Nee? Sauber. Warum habe ich es denn jetzt beendet? Ich habe auf Abbrechen gedrückt. Ach so. Ja, weil du die Fahrt ja schon beendet hast. Na gut, die 18.000. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle auf Stufe 7 bekommen damit. Das ist ja schon mal echt was. Ja. Jetzt schon? Bei mir auf jeden Fall schon. Das heißt, deine ist jetzt vielleicht Stufe 8 damit. Top. Du kannst dir natürlich, wenn du magst, noch ein bisschen Kerstin angucken, komm. Gehen, wie auch immer. Ja. Machen wir so. Ich steig mir hier aus. Lass mal den Bus. Ich erlaufe alles, weil die Autos warten hier. Ach. Achso. Aber ist hinter mir. Hallo. Die Tür vielleicht noch öffnen? Nein, falscher Knopf. Hallo? Achso, mein Lenkrad vielleicht mal richtig rum. So. Achso, aber schön hier. Okay, achtet mal auf den linken Bildschirmrand. Das ist der Herbstsimulator. Die Blätter verschwinden, wenn ich vorbeilaufe. Ja. Das ist ja nur noch solche Stimme. Und das meinte ich hier, ne? Das hier ist verkehrsberuhigter Bereich. Ja, und ich wollte halt einfach bloß mal ein bisschen durchfahren, aber die wollten halt aufspringen auf den Bus und das ist ein bisschen gefährlich. Naja, aber hallo, verkehrsberuhigte Bereich hier. Ja, na gut, das sind E-Autos wahrscheinlich, dürfen die das dann zugelassen oder so. Ja, frag mich. Oder Anwohner halt, ne? Anlieger frei. Oh, sogar Müll. Na, die Müllabfuhr muss ja auch durch. Detailreichtum ohne Ende. Das mit den Bäumen und den Stämmen ist übrigens ein Engine-Fehlerchen. Beziehungsweise halt einfach mal wieder sehr toll programmiertes Spiel eben. Das gibt sich durch einen Neustart. Aha. Aber hatte ich auch schon. Wenn du jetzt habe ich gar nicht das Planetarium angeguckt, ne? Dann musst du dir das wohl in der Folge mal bei mir angucken, wie das dann aussieht. Ja. Dieses alte Sägewerk. Aber soll ich dir mal hier mein Haus zeigen, hier vorne? Mein altes. Ja, nö. Weil wir es mittlerweile verkauft. Weil hier ist es zu trist. Hier sieht nämlich jedes Haus gleich aus. Ach, guck mal, da vorne sind wir ja schon wieder. Ist ja gar nicht groß, Kerststadt. Aber viel los. Viel Verkehr. Und da hat einfach einer seinen Bus hinter mich gestellt. Hallo. Steht ein Bus hinterm Bus. Was darf für sie sein? Der ist ziemlich traurig hier, ganz alleine. Hat ja extra gegrillt nebenan und wartet aber aufs Essen, aber das Essen ist leider verbrannt. Naja. Ah, du meinst Mars, weil das hier so rötlich ist. Wenn er noch nicht gestorben ist, dann wartet er noch heute. Genau. Kann man hier auch, man kann ja nicht springen. Oh, 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 ich komme hier durch. Oh. Nee, da ist eine unsichtbare Wand, nein. Ja, bei mir auch. Oh nein. Ach Manu. Ach, hier ist wirklich eine unsichtbare Wand. Versuchst du auch gerade zur Straße hochzukommen? Ja, ich stehe auf den Felsen oben. Ja, ich habe das gleiche gerade probiert, aber es ist leider eine unsichtbare Wand. Ja, du kannst einfach über die Felsen, also hier, guck mal an. Ah, nee, es geht's nicht mehr. Also ich kann aber, oh Mist, jetzt wäre ich hier oben drauf gewesen. Jump and run. Gut, also in diesem Sinne, habt ihr jetzt mal Kerststadt bis aufs kleinste Detail kennengelernt. Und vor allem auch deren Einwohner.
Und dann hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die ganzen Einwohner und vor allem die Studenten mit einem Altersdurchschnitt von mindestens 60 mal hoch... 60. Ja, genau. Also ich habe im Übrigen 22.000 eingenommen. Okay, immerhin. Ganz schöner Stau, warum ist denn hier so ein Stau? Aber genau, also in der nächsten Folge seht ihr dann genau das, was das Ziel gewesen ist, das erste Ziel von den zwei, nämlich einmal noch alle hoch in den Astra-Park zu bringen. Genau, denn das haben sie heute beim Feiertag, Feiertag müssen sie ja nicht, ne? Also da hat das Mediacenter eh nicht auf, Forschungszentrum auch nicht. Höchstens die Slup, aber die ist da oben nicht, also die Bibliothek. Oder? Gibt es hier irgendwo eine Bibliothek? Nee, ne? Wir müssen sie noch suchen und finden. Aktuell ist es vielleicht halten wir sie frei. Gibt es am Flughafen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Also Studentenwohnheim, Getreidestraße, Hügelstraße. Naja, es hat vielleicht nur keine eigene... Vielleicht gegenüber von der TU und deswegen brauchst keine eigene Haltestelle. Oder in der TU selbst. Oder mit integriert, genau. Ist ja nicht die größte. Okay. Also, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche Sonntag, wie immer. Jawohl, und so machen wir das. Ihr könnt uns gerne wieder dabei zuschauen, wie wir die nächste Folge mit der Gewerbeparklinie H verbringen. So machen wir das. Und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr gerne immer wieder informiert werden wollt, wenn es die nächste Folge gibt. Denn das solltet ihr wirklich nicht verpassen. Wir wollen ja irgendwann noch den Flughafen freischalten, ne? Das ist das große Ziel. In 2 Wochen dann. Hoffentlich. Wir versprechen mal nichts. Also, ne? Wir versprechen nichts. Schaltet ein, dann seht ihr, ob nächste Woche, ob wir den Flughafen freigeschalten haben. Und dann können wir in 2 Wochen den Flughafen erkunden. Dann gibt es halt mal keine Bus-Simulator-Folge, sondern eine Planespotting-Folge. Ich bin ja gespannt, ob das Ding überhaupt zu unseren Vorstellungen entspricht. Ich glaube nicht, es wird so enttäuschend werden, aber ist so. Ja, wir schauen mal, das ist spannend. Also, macht's gut, bleibt chaotisch, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Restsonntag. Tschüssi! Tschüss! Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Busfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Kanal. Wir befinden uns in Kerststadt. Wir haben letztes Mal Kerststadt entdeckt und haben nun weitere Aufgaben erhalten. Zum einen ist es die Studenten Richtung Norden zum Gewerbepark zu bringen. Okay, ich glaube, wir fangen nochmal an, weil ich habe dich vergessen. Ja, kann man machen. Ah, lecker, lecker. Das schmeckt. Ist das Meme? Wunderbar jetzt eigentlich für Outtakes, ne? Ja. Wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Busfreunde. Alter Schwede, bin ich blöd. Warum denn? Nee, hallo, ich sag doch wunderschönen guten Morgen schon. Am Ende nennen wir jetzt einfach jede Folge Flughafen freigeschaltet, Fragezeichen. Nächste Folge Flughafen jetzt freigeschaltet, Fragezeichen. Dann übernächste jetzt endlich freigeschaltet. Einfach so. Na, wie die eine Folge, wo wir immer wieder das ja probiert haben.